Dafür habe ich eine Klingel an meinem Roller. Nein, ich glaube, an City-Rollern ist eine Klingel nicht Pflicht.兄貴は、やっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかく、これで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われてて、ここにはいられないんだ。うん。でも、ティファがどうしても行かないでって言うなら、俺、ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。 おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃ、兄貴、元気で。 Okay, Barrett wird einfach nicht verabschiedet. Okay, I see. Dein Tretroller heißt... Ja, ich hab's geschafft. Johnnys Busenfreund. Ich hab alle Sachen für ihn gemacht. Damn it. Nice. Und ich find's gerade ziemlich lustig, dass dein Tretroller Sascha heißt. Ne, Wölfchen? Ich weiß, dass du das hörst, während du am Zocken bist. Und jetzt muss ich zu Corneos Schatzkammer da oben. Oder ist der Schlüssel dafür? Oder ist der irgendwo unterirdisch? Oh. Okay. Das war ein Hit, Alter. Damn. Damn, Son. Da, dann da hoch. Ich darf nicht wieder den kompletten Umweg laufen. Beziehungsweise können tue ich es, aber... Beziehungsweise hier runter, meine ich. Und jetzt sehe ich schon wieder diese Schimmer. Okay, man kommt nicht rausgerollt währenddessen. Was kann sie nochmal für eine neue Fähigkeit? Kampfrauschsphäre. Irgendwie, dass der Schlüssel hierfür ist. Doch! Oh mein fucking Gott! Ich kann hier rein. Gebet. Oh! Jetzt können wir zweimal Gebet einsetzen. Molotow. Geil. Nochmal einen Haufen Mori-Medaillen. Diadem. Die Mokri-Medaille. Königsfehl. Gut, die hat man ja jetzt richtig ausgestattet. Hyper! Nice, wir bekommen viermal Hyper.
Na toll, ich weiß schon gar nicht mehr, wo dieser eine Gang war, wo man nicht rein konnte, unterirdisch. Krabummel. Oder beziehungsweise, ob Piper das weiß. Oh, ein Traum wurde wahr. Oh, das Beste habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben und dann fast vergessen. Oh, schön. Das ist einfach sehr, sehr zufriedenstellend. Die kann ich auch gleich nochmal ausgeben und mir die ganzen Waffenpunkte dann snacken. Man könnte Leon bei Dubai Krabbel nennen. Ich finde das cute. Geht ab. Also das erste Nahkampfding fand ich kacke. Das zweite jetzt geht, ist richtig cool. Na, die süße Form ist Gravummelchen. Uff. Jetzt wird's aber ganz doll süß. Ist aber nicht so süß wie Chickinagis. Na, dann laufen wir mal wieder zurück. Irgendwann wird's mir doch zu teuer. Dass der Weg eigentlich gar nicht so weit ist. Hey, für alle Diabetes. Ja, Chicky Nuggies geben kein Diabetes. Ist ja kein Zucker. Ha. So. Komm, komm dazu, die Fähigkeit einzusetzen. Bam. Auch fettige Sachen können das auslösen. Ja gut, das stimmt. Aber im Ofen sind Chickinagis ja gar nicht so fettig. Muss man ja nicht frittieren. Das macht so Spaß. Luftfritteuse. Ja, auch diesen fettfrei, hallo? Habe ich das jetzt überhaupt abgeschlossen? Uff. Doch. Och Mann, nein, habe ich nicht. Okay. Okay, das ist erstmal, dass ich andere Leute sehe. Viel Spaß. Oh. In der Nähe der Schnellstraße. Muss ich jetzt wirklich an jede Tür gehen, die wir gefunden haben? Da fahre ich jetzt aber wirklich hin. Ich muss erst alle anderen auch machen. Ja, ich sehe schon. Muss ich jetzt lang da rein? Ach, da. Hier ist noch eine Tür. Okay.
Wenigstens werden sie jetzt angezeigt. Hell. Ah, da bin ich ja schon gleich dran. Praktisch. Okay, darf ich nicht. Bam! Das ist mal so umständlich, einfach so. Okay, wir machen mal random hier eine Tür rein und packen mal ein paar Schätze rein. Ne? Das ist bestimmt ganz sicher. Hat für uns bestimmt einen ganz großen Nutzen. Muss ich jetzt wieder zurück und dann sagt sie mir, wo noch eine ist? Oder... Schwert sich da jemand über Leveldesign? Nein, nur über die Praktikabilität. Über den Sinn dahinter. Ich kann auch selber nachdenken, wo die waren. Ja, ich weiß, dass sie irgendwo unterirdisch waren, aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Hell. Hell. Ich fahre einfach hin und frag sie. Wozu der Geiz? Kostet ja nix. Außer Ladezeit. Ja, beschwert sich da etwa jemand über Ladebildschirme? Wo ist dein Versteck? Das ist gerade wegen dir sogar Animal Crossing aus, also bitte. Oh, ich fühle mich geehrt. In der Nähe ihres Verstecks. Also hier ist nochmal der Moria-Händler, da ich ja jetzt schon mal echt viele Medaillen bekommen habe, will ich dann nachher auch nochmal hin. So ein Sektor 6. Ne, hier kann man nur kämpfen. Hä? Wo war ihr Versteck? Es hat ja niemand gesagt, dass du effizient sein musst. Das im Versteck hast du bereits, okay. Ach. Kanalisation, genau. Ah, du Haselnuss, schön, dass du da bist. So, in der Kanalisation, ja. Aber wie komme ich da nochmal hin? Ah, Cornelius, das wieder erster Stock. Nee. Fantasy 7 habe ich anders in Erinnerung. Ist ja auch das Remake. Ohrmarkt, Schließungsgebiet, Immergrünpark. Hä? Muss ich. Nee. Bin gerade nicht mal mehr ganz so sicher, wo man da überhaupt rauskam. Als man bei Corneo raus. Ich meine.
Reingekommen ist man ja durch seine Villa, aber wo war man nochmal draußen? Hoch? Fünf Schnellstraße, Wollmarkteingang. Immergrünpark. Lies mich, ich bin ein Hinweis. Gibt noch eins, was du vorher machen solltest, Lena. Okay. Ja. Was denn? Gerade aus dem Park und habe jetzt Hunger. Ein bisschen Wetter genießen ist natürlich schön. Ich hatte heute nur eine Vorlesung und bin danach wieder eingeschlafen. Im Aram wird mehr geflamed als im Ranked. Uff. Du Armer. Habt ihr trotzdem gewonnen? Ich hoffe doch. Frag nochmal den Engel. Okay. Hab ich. Ja. In der Kanalisation. Ich weiß nicht mehr, wie man in die Kanalisation kommt, Nolan. Das ist hier mein Problem. Trotzdem spielt in Ding Sion, steht 49 und flammt rum, weil die Gegner so gefeedet sind. Huch. Es gibt noch einen, sie sagt mir aber nicht mehr. Schnellstraße. Kanalisation. Schnellstraße. Sie sagt mir, ja, wie gesagt, Schnellstraße bei ihrem Versteck und Kanalisation mehrere. Ich will doch nur wissen, wie ich in die Kanalisation komme. Nolan, wieso? In der Kanalisation waren zwei Türen. Glaube ich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Von Sektor 5, Schnellstraße, Rohrmarkt, Schließungsgebiet. Das würde mich wundern, to be honest. Ach, bei dem Automod wundert mich gar nichts. Ach, Wölfchen. Immer gerne. So schön unschuldig. Der und unschuldig, das habe ich bei ihm nie so sehr geglaubt wie bei dir, Lena. Ach, ich bin der Inbegriff von unschuldig. Könntest du aufhören mit den Kommentaren von der Seite?
Weiß gar nicht, wieso ihr mir das nicht glaubt. Nolan, magst du mir jetzt helfen oder muss ich selber googeln, wie ich in die Kanalisation komme? Mr. Wölfchen versteht mich. Wir sind eigentlich unschuldig. Erstmal was anderes. Ich suche aus. Ich habe nichts mehr anderes. Das ist ja meine letzte Nebenmission. Oh, lol. Schön, dass ich das die ganze Zeit übersehen habe. Ich habe doch was herausgefunden. Hä? Oder muss ich die erst fertig machen? Okay, du musst die Hauptstory weiterverfolgen dafür. Okay. Fehlen mir denn sonst noch irgendwelche Nebenquests? Ich will hier jetzt eigentlich nicht so viel rein. Die Zone dumm. Also muss ich doch wieder durch Corneos Haus in die Kanalisation. Die reden alle so übermotiviert. Ja, das sind halt Japaner. Die sind immer sehr motiviert. Ja, dann holen wir uns mal noch ein bisschen was für die Mogre-Münzen. Medaillen, Dinger, Zeug. Du musst in das Haus. Okay. Oh, schränkt nicht lustig. Elixier benutze ich eigentlich gar nicht so häufig. Das Zeug ist nicht besonders nützlich. Das würde ich eh nicht tragen. Ja. Okay, da muss man die ja gar nicht so krass verfolgen. Möchtest du weitergehen? Danke. Katus im Aram. Macht Spaß! Dann machen wir uns mal zum Wollmarkt, würde ich sagen. Stay back and press R. Oder lauf rein and press R. Ich muss aber zugeben, dass ich es auch im Urf lustig finde. Auch wenn es natürlich stärkere Champions im Urf gibt. Aber gerade die Geschwindigkeiten, der du Q raushaust, weil das ja Leute teilweise Half-Life ziehen kann und du drückst in einer Sekunde 4 davon raus. Macht Spaß, macht Spaß. Cute Chocobo-Song.
Okay. Ich würde ja ganz gerne eigentlich Cloud schon wieder in... Warte, gab es für ihn nicht noch eine neue Waffe hier vor? Das habe ich irgendwo mal gelesen. Hast du die neue Waffe für Cloud? Oh, nee. Aber der Mithril-Stab ist... Ja, den will ich noch haben. Doch, Mithril-Säbel. Ja. Wieder da, WB. Damit geht halt Angriff runter, aber Magie hoch. So. Ausrüstung, Cloud. Statt der Hartklinge nehmen wir es. Das Material. Oh, die sieht aber auch cool aus, finde ich. So, und genauso wie hier sind vier drin, ja. Und für Aerith haben wir dann noch eine neue. Ah, jetzt habe ich eine Idee, was ich bei Barret machen kann. Okay. Der tauscht Barriere mit Gebet. Barriere mit Gebet, Barriere mit Gebet, Barriere mit Gebet, Barriere mit Gebet. Da. So, dann ist hier die Barriere drin. Hier ist Gebet, Frost, Gewitter, Zerstörung, Magieboost im Park. Der, kommt der Magieboost, kommt da Gewitter rein. Hier Witter, hier Witter. Oh, da. Das, was Spirit trägt. Und dann kommt hier nämlich dieser FP-Leveler rein. Da, FP-Boost. Die. Ist bald voll. Wo? In Neuss? Was? Hä? Was? Was? Dann levelt er die hoch. Das finde ich gut. Und dann Waffenmods. Cloud. Das Gewitter. Uff. Das kann die so. Schaden Subspirit. Was ich gar nicht so schlecht finde. Oh. Oh. Okay, die hat echt viel an magischer Attacke. Vielleicht sollte ich... Du kennst das doch. Neues, ja? Ich glaube, für ihn sollte ich jetzt mehr Magie mit reinnehmen. Uff. Vergesst es. Okay, dann kenne ich es nicht. My bad. Feature-Attacke, MP-Maximum. Oh, das muss da noch dringend mit rein. Hatte ich das hier gerade? Da. Ja. So, und dann braucht Cloud aber noch Materia überarbeitet. Muss nämlich irgendwas verbunden werden. Kommt Zeit durch dort rein? Was? Zeit ist grün. Da, Zeit. Analyse muss da auch nicht rein. Hellen stehlen. Uff. Ich kann anders stehlen lassen. Effizientes Blocken finde ich tatsächlich ziemlich gut. Hellen finde ich auch ziemlich gut auf ihm. Analyse auch. Und dann lasse ich vielleicht den Zeit weg und packe hier Analyse rein. Ach. Was ist das? Gebet, Analyse, ja. Dann... Was machen wir anstatt dir da rein? Irgendwas Fancyes. Wir haben Glut. Wir haben nur einen, der irgendwas mit Luft machen kann, ne?
Ja, Luft. Das kann gerade nur Aerith und die ist nicht da. Wie kommst du das gerade? Und hier kommt dann noch irgendwas, was verbunden Sinn macht. Immer dieses Ausrüsten. Verbunden, irgendwas. Okay. MP-Boost, MP-Boost, Magie-Boost, Boost, Magie-Boost, Glücks-Boost. Oh, da muss ich wohl nochmal gerade zu einem Materialhändler.